bisschen laut. Aha, Digital Drive. Was? Greenlight Entertainment. Grey Grey Entertainment. Oh Gott. So, Option ist, ich mache ein bisschen leiser. Ich habe wie immer keine Ahnung, was uns erwartet. Musik gefällt mir eigentlich. Aber hast du das nicht schon gespielt? Stairs? Nein, nicht, dass ich wüsste. Wir lassen uns überraschen. Barbie Dress-Up Game ist ähnlich. Es ist ähnlich. Boah, das wäre auch Horror. Das stimmt. Five, das sieht ein bisschen aus wie Outlast hier mit der Kamera oben, ne? Ja. Hä? Profile. Empty. Already in use. Okay. Fängt schon mal gut an. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall, Stairs, was? Das Spiel mit der Horror-Omi, wo ich das LP nie voll angesehen habe. Dafür kann ich nichts. Da guckt doch das LP voll an. My name is Christopher Adams. Freelance journalist looking for a new story and someone to sell it to. Lately I've been looking into three missing people, but with no luck. Valerie Berkeley, James Reed, and Jean Jowers Remens. Berkeley was allegedly kidnapped by the other two and is presumed dead. There was no ransom note, no exchange. All three simply went missing for 3 years. Until now. Police found the body of a young female yesterday in the old factory outside of town. According to my contact, it was Berkeley, killed by strangulation. So why would a kidnapping victim turn up dead 3 years later? Are Reed and Remen still involved somehow? I'm on my way to the factory now. If nothing else, I'll get some photos before anybody else does. Wow. Untertitel werden sich gerade gewünscht. Ich hatte Untertitel aktiviert, aber es wurden keine angezeigt. Ich gehe nochmal ganz kurz in die Optionen. So. Hier, Subtitles sind alle aktiviert. Habe ich alles für euch, für dich habe ich das gemacht. Und so, ja, leider. Okay, springen können wir nicht. Wir können aber durch den Wald spazieren. The Vanishing of Ethan Carter. Ah, schön. Zu schön. Ah, um wahr zu sein. Ich habe Angst. Warum ist das so laut? Hä, wieso laut? Das ist gar nicht laut. Handspielen geht nicht. Das ist echt. Das ist wirklich blöd, weil dann müsste ich so. Ich würde auch beiseite rollen. Nein, würdest du nicht. Du sitzt da fest. Nein, aber ich müsste dann auf deinem Platz und das ist. Hast du gehört? Was machst du da für Fuhrarztgeräusche? Der läuft aber ganz schön leise. Hä? Muss mich verarschen. Der läuft ganz schön leise, ne? Oder ist er bei dir laut? Ich will mich gerade gar nicht. Da passiert doch gleich was. Da kannst du mir doch nicht erzählen. Hier, Pan soll spielen. Ich werde dir jetzt die Tastatur hinschieben. Und du versuchst deiner Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Was hältst du davon? Ich bin auch so begeistert. Aber so kann ich noch weggucken. Nein. Ich spiele aber so viel Horrorspiele, ich möchte auch mal entspannen. Wie entspannen? Ich spiele auch viel Horrorspiele, ich möchte auch entspannen. Ich spiele Horrorspiele. Hier, guck mal, hier ist Nedakra, das ist dein Spezialgebiet. Was? Wenn man das umdreht, dann sind es die Arkaden. Deswegen kennst du dich da viel besser aus. Try photographing the big door. Okay. Wie fotografierst du? Ja, weiß ich nicht. Oh, was hast du gemacht? Ah, mit der rechten Maustaste. Oh, oh. Wieso kann ich das Spiel nicht? Was ist denn los? Ja, ich bin ein Profi. Also. Ich habe eine riesen Liste voller. Ich dachte echt, ich habe es erste, das habe ich schon mal gehört, aber dachte, das wäre das, was du im Stream gespielt hast. Ja, ich habe auch eine Riesenliste. Ich habe auch eine Riesenliste. Mhm. Wir machen uns ja noch die Mühe und suchen uns die Spiele mit den Release-Daten und sowas alles. Ja. Und dann, wenn wir dieselben Spiele haben, dann macht einer den anderen nach. Genau, wenn man ein Jahr darauf wartet, man hat sich, ne, ich hab so eine Tabelle mit Release-Datum und so und Entwickler und dann die Website auch noch sowas und dann gucke ich immer, das Spiel kommt bald raus. Und dann hört man sowas wie, das spielt jetzt jeder und du jetzt auch. Jetzt muss von PewDiePie nach! YouTube-Kommentare, ey. So, press Control-Key to crouch. Okay, was ist hier? Skützrum. Was? Ah, Skützhelm Master Anwanders. Verstehst du? Hast du deinen Skützhelm dabei?
Skützchelm heißt also Schutzhelm. Kartoffelbuffist. Oh. Okay, du willst spielen? So, ich bin jetzt durch den Wald spaziert. Oh, ich kann nicht. Ich behindert mich gerade im Spielen. Ich kann immer draufklatschen, dann geht's wieder. Nein, ich kriege immer die Schläge. Ich darf die große Fresse haben, aber ich kassiere immer. So sieht's hier nämlich aus. So. Geht es? Nee. Soll ich Platz machen? Eigentlich geht's überhaupt gar nicht. Hey, soll ich dich näher ranziehen? Warte. Hallo. Na? Das Crouchen, das ist ein Gerüst übrigens. Ich erkläre dir das Spiel. Da vorne ist eine Treppe, da kann man so hochgehen. Oder bist du ein Gamer-Ghoul? Gamer-Ghoul. Ich kann hier gar nicht durch. Okay. Hä? Wieso gehst du jetzt ins Gerüst rein? Ich verstehe es nicht. Hä? Weil ich da vorne nicht durch konnte. Gamer-Boy. Aber da ist so eine Treppe nach oben, oder? Ich bin voll der Backseat-Gamer. Ey, das habe ich schon 10 Mal gespielt. Hier ist keine Treppe nach oben. Da vorne ist eine Treppe nach oben, aber ich muss dazu erstmal da durchkommen. Plätze tauschen wäre eine tolle Idee, aber das kriegen wir hier leider nicht hin, weil es hier wirklich viel, viel, viel zu eng ist. Es geht gar nicht. Ich kann nicht mal nach hinten rollen, weil ich dann gegen den Greenscreen boller. Ich habe keine Taschenlampe. Und ich habe Angst, dass ich das hier gleich umkippe. Okay, ich werde jetzt nur noch so reden, damit es spannender ist. Achso, warte. Gibst du mir gerade den Totenkelch? So. Okay, ich rede nur noch so. Cool, dann kann ich jetzt die Handschuhe wieder anziehen. Boah, ich mache jetzt den Funk. Immer an der Wand lang? Das ist leider bei mir im Moment, wenn ich Angst habe und ich gehe irgendwie an der Wand lang, sage ich immer, ich mache den Funk. Das habe ich bei Soma gemacht, professionelle Spielweise, immer mit dem Kopf zur Wand. Oder auf den Boden gucken. Habe ich bei Pineview Drive gemacht. Bei Soma haben die Gegner nicht angegriffen, also die wenigsten, wenn man gegen die Wand geguckt hat, hat funktioniert. So. Pan ist ein Gamer-Ghoul. Gamer-Ghoul. Hey, ich bin voller Zuckerwell. Also hör auf, sowas zu sagen. Muss ich aber noch halbnackt mit dem Gamepad aufs Bett legen und ein Foto machen. Mit Sabber noch dran. So. Natürlich. Nintendo, am besten so ein Nintendo-Pad und dann sagen, ich liebe meine Playstation. Ja, so wird's gemacht. So wird's gemacht. Ich habe einen neuen Gameboy. Das ist Nintendo DS, Mann. Okay, jetzt. Gronkh sei nicht traurig, jetzt spielt halt Pan. Okay. Das machst du sehr gut. Ein Therapieraum, oder was? Hier ist ja eine Baustelle. Ja. Hier. Hä? Bist du sicher? Das ist wirklich so eine Problemgruppe, oder? Also ich kenne solche Dinge. Problemgruppen, aus oder einigen was? Spielen? Nein, aus einigen Spielen. Und es passiert grundsätzlich immer etwas. Ja, dann geh doch mal rein. Zuletzt Nightmare House 2. Boah, bist du doof? Das ist so laut! Mann, das ist ja wirklich voll... Mein Herz! Entschuldigung, bist du doof? Entschuldigung, es hat zu eingeladen. Du bist nicht hingegangen. Ich muss es tun. Es tut mir leid, aua. Was kriegst du so zurück, ne? Du schlägst mich die ganze Zeit schon. Ja, aber Entschuldigung, ganzen Tag ich hab mich Schläge. Jetzt erschrocken. Das stimmt überhaupt gar nicht. Warte! Ich krieg Hate Warte. In dir. Da war doch gerade ein Geräusch. Und das war nicht ich. Da war ein Geräusch, ich schwöre, das war nicht ich. Ich schwitze jetzt gerade meine Hände. Das kann ich gar nicht mehr schwitzen. Boah, du bist so gemein. Du bist echt richtig doof. Okay, ich werde dich jetzt aufbauen. Du bist super. Das war ich nicht. Oh, jetzt kommen wir hier mal raus. Kartoffelbuffist. Ich weiß nicht. Das Blöde ist halt, ich spiele die. Wenn ich Angst habe in Horrorspielen, fange ich an, doof zu singen oder irgendwas Blödes zu sagen oder werd affig. Wenn ich keine Angst habe. Ich glaube, deine Zuschauer mögen das nicht, deswegen habe ich ja ein bisschen Angst. Ach Quatsch. Na, du meinst ja. Die sind Kummer gewohnt. Ich glaube, diese Art von Kummer nicht. Oh doch. Und es tut mir leid, ich möchte mich schon mal entschuldigen. Oh Gott. Was immer gut kommt, ist Danke sagen und Entschuldigung. Das funktioniert immer. Danke Entschuldigung und, sage ich leider oft. Oder tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid ist ein gutes Leid. Was ist da vorne los? Da ist Disco. Hallo? Darf keine Geräusche machen. Boah, mein Arm, das ist echt doof zu spielen. Das ist keine Ausrede, das ist wirklich so. Ich spiele immer Horrorspiele, ich bin da
Bist du das? Mhm. Ach Mann, du kannst nicht mal. Ich weiß nicht, ich ob darf nicht das mal atmen. Ich weiß nicht, ob das ein Spiel ist oder nicht. Mann. Das wusste ich bei dir doch vorhin auch nicht. Du hast auch komische Geräusche gemacht. Und dann dachte ich, huch. Und gepfiffen. Oh. So, das war ich nicht. Okay. Eine Bibel. Oh Gott, ey, mach keinen Scheiß. Bis jetzt ging alles gut, aber eine Bibel, ey, da ist vorbei. Von wann sind eigentlich diese Computer hier? Warum sind die Computer in den Spielen immer von 1500? Ich verstehe das gar nicht. So. Okay. Okay. Das ist der letzte Raum, in dem ich jetzt war. Mhm. Ich höre hier irgendeine Art... Ich höre doch hier irgendeine Maschine. Ich guck doch nur zu... Ich sag nicht mal was. Ich guck nur zu. Das war ich überhaupt nicht. Das warst du. Das war ich null. Guck mal, das sind Beine. Ach, das ja, ich dachte auch, das sind Beine jetzt gerade. Oh Gott, ich bin verrückt. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen muss. Es ist einfach so schön. Es passiert aber gar nichts. Das Spiel ist schon schlimm. Das find ich schön. Okay, hier sieht gut aus. Hier passiert gleich was. Man hat es ja schon gehört gerade. Was ist denn heute los? Ich habe kein Problem eigentlich mit Horrorspielen. Okay, warte. Aber das ist, weil ich nicht meine Lolala machen kann. Lalalala. Was ist denn hier los? Oh. Ach, da liegt eine Leiche. Guck mal. Mit einem Kuchenschild. Cool. Hallo. Der Fingernagel hat geblutet. Das war ich nicht. Oh, natürlich. Ach, guck mal, da geht's doch in den Keller. Hast du dann auch deinen Dangerhelm? Ja, hab ich. Auf geht's. Okay. Ach ja, Fotos machen. Stimmt, man kann ja Fotos machen mit Fotos der rechten Maustaste. Dankeschön. Geh mal zur Leiche und mach mal vielleicht da, oder? Nur mal so just for fun. Was? Der schreibt irgendwelche Notes dazu, aber ich weiß nicht, wo er liest. N? N? Ah, Journal. Toggle, Kamera, Gathered Notes. Soll ich vorlesen oder willst du? Ja, lies vor. I found a way to the factory through a walking path. Should be close now. Ich habe einen Weg zur Fabrik gefunden. Über den Weg sollte jetzt nah sein. Ich bin in der Fabrik drin und irgendwo sollte da die Krimi-Szene sein, also die Szene des Happenings. I should look around and take all the pictures I need. Ich sollte mich umschauen und alle Fotos machen, die ich brauche. Kein Blut oder Anzeichen für einen Kampf. Wieso Strangle erwürgen, ne? Mhm. Wieso hat er sie... Strangle, hör out hier? Ja, warum wurde sie hier erwürgt oder haben sie den Körper bewegt? Okay. Okay. Oh, das sind alles Fotos, die man machen muss. Das sind nämlich an Life is Strange. Okay, wenn man das gewusst hätte, wär's... Soll man die Bibel machen? Ja, warum nicht? Das Rolltor, wo man durchkriechen muss, wie blöd ist das denn? Also, wie blöd ist das, wenn man das vorher nicht wusste? Mhm. Das wäre praktischer gewesen. Was hier leuchtet? Ach, das war die Lampe da. Okay. Anderen Raum war noch ein Tatort. Shit happens, going shit. Was sagen die Leute da? Shit happens. Da steht shit happens. Wer ist die Frau? Das ist meine Mutter. Ja, das stimmt. Wir treffen uns zu Halloween immer und dann spielen wir irgendwelche Horrorspiele. She was restrained here. Hier wurde sie gefesselt oder wurde sie festgehalten. Soweit kann ich das sehen. Was haben sie dem armen Mädchen nur angetan, bevor sie sie getötet haben? Oh wei. Jetzt haben wir auch noch ein Foto von der Bibel. Das Spiel kennt keiner Bam. Meinst du, wir finden es nochmal zurück zum Rolltor für ein Foto? Nee, ne? Boah, zum Rolltor. Dann müsste ich nochmal oben komplett rum. Komm, ist egal. Also... Nee, muss nicht hin. Muss nicht. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich bin nicht so eine Achievement-Sammlerin. Du, ich weiß ja, dass du einer bist, auch mit 100%. Ich überhaupt gar nicht. Nee. Aber ich gucke mir immer alles. Ich denke immer, wenn ich irgendwo durchgehe, dann verpasse ich was. Deswegen glaube ich auch. Das sind doch nur Geräusche. Das sind aber nur Geräusche. Das ist ich rumlaufe auf die Seite. Okay. Komm, Mutti, wir gehen in den Keller. Das sieht schon mal ganz gut aus, ja. Warum ist hier eigentlich nie aufgeräumt? Müssen wir hier vielleicht ein Foto machen von irgendwas? Ich kann es machen. Nö. Vielleicht hätten wir uns merken sollen, wovon wir Fotos machen sollen. Ich möchte jetzt einen Spiegel und möchte gucken, wie wir aussehen und ein Foto machen. Das geht so rum. Okay, hier. Ich spüre, irgendwas wird hier wohl sein.
Ah, Heizraum, okay. Das sieht doch gut aus. Da ist bestimmt irgendwas passiert. So. Das sieht wie immer aus, aber was ist mit Bahn? Was denn? Alles okay? Es ist super unangenehm, so zu spielen. Das ist wirklich so. Also willst du mehr Platz haben? Solche Tastaturen näher ranrücken? Nein, du kannst gleich weiterspielen. Ich spiele nicht so echt mit. Ja, natürlich. Du brauchst gar nicht. Ich spiele genug Horrorspiele. Ich möchte nur nicht sterben. Oh Ach Gott. So. Nein, ist es sowas? Oh nein. No. Was? Bist du sicher, dass du das noch nicht gespielt hast? Ich habe das wirklich nicht gespielt. Das ist ein bisschen wie... Wie hieß das? Bla bla B? Der Staircase-Simulator damals? Saving Game. Huch. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Deswegen auch der Ladebildschirm hier mit der Treppe. Du hast die erste Episode erfolgreich durchgespielt. So, la 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 la. Na toll. Moment. Ich hab zwei Energy Drink getrunken. Bist du jetzt wieder am Sabbern? Nee, ich hab... Nein, ich... Ah, ach so, ja, verstehe. Das wird, wenn ich mich erschrecke und dann SCP. SCP, stimmt. Willst du mich voll... Boah, das habe ich bei dir, das habe ich geguckt und da habe ich das nämlich so gemacht wie die anderen. Ich hab runtergescrollt, dass ich nur so ein bisschen vom Bild gesehen habe und habe in den Kommentaren da so rumgelesen. Hat aber voll Spaß gemacht. SCP hat wirklich nur von der Moderation gelebt, das fand ich gut. Das habe ich so geguckt, als es rauskam auf YouTube. Oh ja. Hast du das gehört? Nee, das kannst du alleine gleich spielen. Ich gehe da nicht rein. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich will nicht. Ich will echt nicht. Ich will aber erstmal nicht. Ich habe eine Art Untergrundinstallation unter der Fabrik gefunden. Mein Englisch ist eigentlich nicht schlecht, aber ich bin, ich kann streamen und so, habe ich immer Probleme zu das übersetzen, normal. Weil ich mir, ja, ich setze mich da immer super unter Druck. Warum? Warum weiß ich nicht? Wer weint denn da? Wer weint denn da? Ach, so beruhigst du dich immer? Oh ja. Ich kann sonst nicht spielen. Ich komme, ich helf dir. Wo bist du? Weißt und du? Sie lief und lief. Hello? Who's there? How can you hear me? My name's Valerie. I've been locked in here. You have to help me. Ich kenne dich gar nicht. Kennst du Valerie? Da oben? Nein. Meine Nase juckt. Valerie, wo bist du? Valerie? Ich glaube, die ist da hinter dem Lüftungsschacht, aber da kommen wir natürlich nicht durch. Da oben. Können wir vielleicht da drauf springen auf die Kiste? Ah nee, wer kann ja nicht springen. Schade. Das ist hier. Ja, ja, aber da kommen wir noch nicht rein, natürlich. Nee. Wir müssen natürlich erstmal gucken, wie es da weitergeht. Ist Valerie ein totes Mädchen, die uns da verarscht? Oh, Scheiße. Valerie, Valerie, Valle, Hopsassa. Diarö. Ist sie in safe, Valerie? Sag mal, die Zettel kenne ich auch von Albino Lullaby. Magna Safe. Oh, Entschuldigung. Achso, nö, mach ruhig. In order to operate the Magna Safe. Scheiße, ich habe natürlich keine. Ich bin schlau, ich brauche eine Brille und habe mir keine Kontaktlinse mit Stärke bestellt. In order 5000 to. 5000, you will need to set a number combination to open it. This is done by aligning the numbers dials with a corresponding letter to form a combination that is easily remembered. It's a corresponding letter, okay, A, B, C, D, F. Okay, also A, B, C, D, E, F. Wir müssen ja irgendwie eine Kombination finden und dann... Ja. Ja. Okay, da ist nichts. Ist das in-game, dieses Hochfahrgeräusch? Nein, das war ja schon in Adabino. Okay. I'm in here! Wo? The key to the door is in that safe. Find the combination and you can set us both free. Das glaube ich nicht. Okay, I need to find the combination of the safe. It has to be around here somewhere. Irgendwo muss die Kombination zum Safe liegen. Okay. Und es wird ein Wort sein wahrscheinlich. Und wir müssen dementsprechend dann die Zahlen davon... Nimmst du den Zettel auch mal zuletzt auf? Welchen Zettel? Ach, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Entschuldigung.
Du? Hallo? Okay. I renovated the room in the basement well before. If I'm going to do this, it should be done here. Where I can be in control. Das da unten sind jetzt aber keine Buchstaben, ne? Nein. Okay, das war also der Entführer, wer auch immer das war. Das sieht aus wie ein Sicherungskasten. Hier. Da ist wieder so ein komisches Ding.